Nein, es ist ein Foul gewesen an der Torauslinie. Es erhöht die Delikatesse. Durch Birkner. Birkner hat sich also auch hier im Wiener Stadion glänzend eingeführt, so wie er es bei Schalke in Deutschland getan hat. Das Ganze war in der 7. Minute, oder genau gesagt, genau nach 7 Minuten, 1:0 nach einem Freistoßball von Baritz. Birkner hat eingeköpfelt, es steht 1:0. Geschossen hat Oberrat. Hält. Und Tor. Wer hätte es schießen müssen? Natürlich Müller. Gerd Müller auf 1:1. Das war ein Ausrutscher. Gegen die Schotten einsetzen möchte. Vorher muss natürlich noch getestet werden, ob Uwe Seeler, jetzt war er am Ball, überhaupt eine Chance hat in dieser Nationalmannschaft. Eckflügel. Direkt auf Uwe Seeler. Aber ich täte jeder österreichischen Mannschaft einen Seiten- oder Außenverteidiger wie den Vogt wünschen. Hupfe, brav! Schön, gut geschossen von Ettmeier. Beckenbauer. Jetzt freut ihn wieder. Jetzt marschiert er in altgewohnter Art. Und, na, jetzt haben wir Glück gehabt. Ettmeier. Gut. Aber Wolter hat ein gutes Augenmaß. Er hat sich überhaupt nicht bewegt. Gemacht von Reda. Bombenschuss von Reda. Richtiger Flügelwechsel. Ettmeier. Und knapp vorbei. So, Burschen, 10 Minuten sind noch Zeit. In 10 Minuten kann man ein Tor schießen. Bumm! Und mein Gott, knapp vorbei. Hof. Baritz. Hof, Ettmeier. Und schade, das war wieder eine Chance und wieder war Redl dabei. Gut angemessen von Ettmeier. Und das ist der Schlusspfiff. Österreich gegen das Team der Bundesrepublik Deutschland 1:1. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Empfang, ein gutes Bild.